Hey Freunde, es ist wieder Philipp von abmischenlernen.de und letztes Mal ging es ja um die schlechten Angewohnheiten von Tontechniker beim Mixing und heute soll es darum gehen, welche Übungen dich zu einem besseren Tontechniker machen und da habe ich 5 Übungen oder ja, ich sag mal, Fakten sozusagen rausgesucht, die dir dabei helfen werden, dass du besser hörst und besser mischt und ja. Bevor ich euch erzähle, welche das sind, würde ich mich extrem freuen, wenn ihr den Kanal abonniert, falls ihr es noch nicht getan habt und unbedingt die Glocke aktivieren. Und vielen Dank an jeden Einzelnen, der mir hier folgt bzw. mich abonniert hat. Echt ein dickes Herz an euch. Und jetzt zum eigentlichen Thema, nämlich den Übungen. Wie gesagt, ich habe 5 Übungen oder ja, Fakten sozusagen mitgebracht, die dich zum besseren Tontechniker machen. Und Punkt Nummer 1 hatte ich auch im letzten Video schon mal angesprochen, sind Hörübungen. Ja? Und ja, da könnt ihr quasi, also ich erkläre das einmal kurz, was man da so ungefähr macht, ja. Wenn ihr da nochmal richtige Insights sozusagen haben wollt, was man dann für Übungen machen kann, beziehungsweise welche es gibt und so weiter, dann mache ich dazu, wie gesagt, nochmal ein extra Thema. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Also auf jeden Fall Hörübungen, ja. Ihr, zum Beispiel hört ihr dort ein Rauschen und dann werden Frequenzen angehoben oder abgesenkt und ihr müsst halt rausfinden, was da quasi, welche Frequenz abgesenkt oder angehoben wurde und wie viel dB das zum Beispiel der Fall ist. Also das könnte eine Übung sein. Eine weitere Übung könnte auch sein, dass ihr zum Beispiel, dass das Material, was ihr dort hört, irgendwie komprimiert wird und ihr müsst sagen, was für ein Ratio das zum Beispiel hat. Also das ist schon ein bisschen schwieriger, aber ja, damit schult ihr extrem euer Ohr. Und am Anfang ist es, wie gesagt, extrem schwer. Aber ihr kommt da auf jeden Fall rein und es wird euch extrem weiterhelfen. Deswegen ist das auch meine Nummer 1, denn wie gesagt, diese Hörübungen sind extrem unterschätzt und ich weiß, dass viele gar nicht von der Existenz dieser Übung wissen. Und ja, aber das ist wirklich extrem. Es hat mich auch definitiv deutlich oder mein Hörvermögen deutlich verbessert, so dass ich wirklich viel präziser hören kann und Sachen dann auch dementsprechend anwenden kann. Ja, wo setze ich jetzt zum Beispiel noch einen Cut im Vocal-Bereich oder wo hebe ich ein bisschen an, um genau diesen Effekt rauszukitzeln, wie auch immer. Also Punkt Nummer 1, Hörübung. Zweiter Punkt ist, höre Musik analytisch. Und was bedeutet das? Ihr könnt euch gerne mal meine Mixing-Analysen anschauen, was ich da so sage, die sind natürlich immer relativ, ich sag mal so, die sind jetzt nicht hundertprozentig ausführlich, aber sie kratzen ja eher an der Oberfläche, aber ich denke, sie geben immer einen guten Eindruck von dem, was passiert, aber schaut euch die mal an, das könnt ihr natürlich dort für jedes einzelne Instrument machen. Ich mache das natürlich meistens für die Vocals, ja, weil das für die allermeisten interessant ist, aber deswegen sage ich, das kratzt eher an der Oberfläche, aber wenn ihr natürlich jetzt jedes einzelne Instrument dort nehmt, ja, schaut quasi, wie laut ist das? Was für ein Effekt liegt da eventuell drauf? Ja? Ist es links im Panorama, rechts im Panorama? Ihr könnt da so viel raushören und schreibt das einfach mal auf. Versucht euch so ein Bild zu malen von dem, was da in dem Mix passiert. Werden Elemente leiser mit der Zeit? Werden sie lauter? Werden sie vielleicht, ja, bekommen sie mehr Höhen, weniger Höhen? Wird irgendwas ausgedünnt? Achtet auch drauf, wie die Arrangements gesetzt sind. Ja, kommen Instrumente rein, werden Instrumente rausgenommen? Also es ist eher dann so produktionstechnisch schon, aber das gehört halt auch dazu. Und da könnt ihr wirklich auf jedes Detail achten. Und dann hört wirklich einfach euch einen Song 20, 30 Mal an. Ja, nehmt euch am liebsten einen Song, den ihr gerne mögt, sonst wird es ein bisschen kritisch. Aber dann geht den einfach mal komplett durch und versucht einfach mal aufzuschreiben, was euch auffällt. Ja? Und am Anfang, vielleicht fällt euch am Anfang noch nicht so viel auf, aber mit der Zeit werdet ihr wirklich immer mehr kleine Details merken in diesen Mixings und ja, das wird euch extrem weiterhelfen, da bin ich mir sicher. Ich habe die Mixing-Analysen mache ich auch genau aus diesem Grund, halt um auch mich wieder dann weiterzubilden, weil ich dann auch teilweise Effekte höre, die ich so noch nicht kenne oder die so noch nicht, ja, die ich so noch nie wahrgenommen habe oder gewisse ja, Sachen, wie gesagt, also ihr werdet dadurch auch viel lernen, was zum Beispiel in so einem Mix stattfinden kann, woran ihr vielleicht noch gar nicht denkt. Also es ist eine sehr, sehr wertvolle Übung. Einfach notieren, was ihr dort hört. Wie gesagt, hört euch den Song mehrmals an und dann kriegt ihr dafür auch ein gutes Gefühl. Punkt Nummer 3 ist für viele sicherlich ja, schwierig, wenn sie so in ihrem, sag ich mal, Käfig gefangen sind, aber wenn du ein wirklich guter Tontechniker werden willst, dann solltest du das unbedingt machen, nämlich verschiedene Genres hören, ja, also nicht nur Rap,
oder R&B Gesang, sondern hör dir einfach mal Rock an oder Metal oder ja, normale Popmusik, wie auch immer. Das ist ganz, ganz interessant, denn viele Sachen sind relativ ähnlich auch. Natürlich auch vieles ist verschieden, aber ihr werdet gewisse Sachen erkennen. Ja? Ihr werdet Muster erkennen, wie Songs aufgebaut sind. Und das ist halt extrem wichtig. Wenn ihr immer in eurer eigenen ja, Suppe badet, sage ich mal, dann werdet ihr diese Muster nicht so erkennen unbedingt. Und deshalb ist es extrem wichtig, auch mal in andere Musikrichtungen reinzuhören. Ihr müsst euch da nicht die ganze Zeit alles Mögliche anhören. Aber wie gesagt, da kann man auch immer mal gewisse Sachen übernehmen, ein paar gute Effekte übernehmen. Ja, zum Beispiel, wenn ihr so auf Verzerrer im Vocal Sound steht, dann könnt ihr sicherlich euch auch beim Metal was abschauen. Vielleicht nicht von den Vocals, aber von den Gitarren zum Beispiel. Das ist jetzt sehr abstrakt, aber solche Sachen sind natürlich machbar. Ja? Und wenn ihr vielleicht eher Metal-Musik macht und ihr irgendwie mal ja, so ein bisschen Crossover probieren wollt, dann könnt ihr euch vielleicht auch mal Hip-Hop anhören oder also Rap-Songs und vielleicht mal auf die Bassläufe da achten, ja, wie die da gesetzt sind mit den 808s. Dann kann man auch gewisse Sachen kombinieren, vielleicht sogar neue Musikrichtungen gestalten. Also das ist jetzt schon ein bisschen abseits des Tontechnikers, aber ja, das sind auf jeden Fall wichtige Sachen, dass ihr wirklich mal in andere Genres reinhört und dort einfach auch Sachen lernt oder ja, zumindest irgendwie Muster erkennt. Ja. Deswegen, also es ist extrem wichtig und ihr müsst euch natürlich nicht jedes Zeug anhören, was ihr absolut nicht mögt, wo ihr richtig Kopfschmerzen bekommt, aber ja, hört euch einfach mal Songs an, die vielleicht dann auch etwas, also die etwas erträglicher sind, die ihr euch anhören könnt, die nicht zu eurem Genre gehören und ich würde euch halt empfehlen, wirklich in allen Genres mal reinzuhören und gucken, was da so abgeht, ja. Also auch gerne mal Klassik oder so, ist auch extrem spannend, was da so passiert und ja, genau. Punkt Nummer 4. Ist schon mal ein Punkt, den ihr sicherlich macht, wenn ihr dieses Video schaut, denn ihr solltet euch wirklich ständig weiterbilden und heutzutage ist es ja wirklich so, ihr bekommt ja überall Informationen in Form von Tutorials, wie das hier bei diesem Kanal zum Beispiel ist, von Büchern, vielleicht auch von kompletten Workshops. Ja. Da möchte ich euch natürlich auch gerne nochmal meinen kompletten Mixing-Kurs ans Herz legen. Der ist natürlich nicht kostenlos, aber er zeigt wirklich von Anfang bis zum Ende, wie ich einen Song mische, in dem Fall einen Rap-Song. Und den verlinke ich oben nochmal im Video und einmal unten in der Beschreibung. Und das Feedback bisher ist wirklich so, dass die Leute sagen, das hat mir extrem weitergeholfen. Und dort haben auch viele einen roten Faden erkannt, weil das ist natürlich immer ein bisschen schwierig bei solchen Einzelvideos, wie das jetzt hier auf YouTube der Fall ist. Da kann ich immer nur auf spezielle Sachen eingehen. Und bei diesem Workshop konnte ich quasi wirklich, habe ich wirklich alles abgedeckt von Anfang bis Ende, sodass man wirklich diesen kompletten roten Faden erkennen kann und was ich da nutze. Wie gesagt, schaut es euch einfach mal an, ich will gar nicht zu viel davon schwafeln. Aber wichtig ist, dass ihr euch ständig weiterbildet zu dem Thema, denn es passiert immer relativ viel, naja, was heißt relativ viel, aber es ändern sich von Zeit zu Zeit gewisse Sachen vom Soundbild her und so weiter. Und das bekommt ihr sicherlich dann auch durch Bücher, Tutorials im Internet, aber auch durch Online-Magazine, die zu dem Thema schreiben, ja, bekommt ihr definitiv mit und ja, so bleibe ich halt auch auf dem neuesten Stand, so mache ich das auch, natürlich höre ich dann dazu viel Musik, kann mir viel davon ableiten schon, aber klar, so Interviews mit bekannten Mixing-Engineeren schaue ich mir auch sehr gerne an, weil ich da extrem viel lerne und extrem viel Tipps mitnehmen kann und die dann natürlich euch auch zur Verfügung stelle teilweise, klar, sofern ich denke, dass das auch für euch interessant sein könnte. Aber deswegen ist es sehr, sehr wichtig. Ja, und fünftens ist der Austausch mit anderen Tontechnikern und das müssen nicht mal Profis sein oder sonst was, das kann auch Hobby-Tontechniker sein, aber ihr werdet von jedem, der selbst mischt, mastert, wie auch immer aufnimmt, werdet ihr was lernen können und ihr werdet demjenigen auch was beibringen können und das ist bei mir auch so, ich unterhalte mich viel mit Gleichgesinnten sozusagen und lerne da auch extrem viel, auch wenn das teilweise so sind, so Sachen sind wie welche Effekte diejenigen benutzen, von denen ich vielleicht noch nie was gehört habe, aber die extrem geil klingen und mich viel schneller zum, ja, viel schneller Resultate bringen und das ist extrem wichtig. Also ich merke das ja auch hier manchmal unter den Videos, ihr unterhaltet euch ja auch über gewisse Sachen teilweise, also das freut mich extrem. Ich weiß nicht, ob sowas für euch interessant wäre, wie eine Facebook-Gruppe zu so einem Thema, dann
könnt ihr mir das gerne nochmal in die Kommentare schreiben. Dann kann ich sowas gerne nochmal öffnen, wo ihr vielleicht euch komplett austauschen könnt, wo alle reinkommen. Da kann man natürlich ein bisschen besser diskutieren als unter so einem YouTube-Video, was alles ein bisschen gesammelter ist. Also falls das interessant für euch sein sollte, sagt Bescheid. Dann kann ich ja sowas mal öffnen. Würde mich mal interessieren, wie da eure Gedanken sind. Also, ich fasse nochmal zusammen die 5 Übungen, die dich zu einem besseren Tontechniker machen werden. Und das garantiere ich dir. Auf jeden Fall als Nummer 1 Hörübung. Zweitens, höre analytisch Musik. Höre verschiedene Musikgenres auf Nummer 3. Tutorials, Bücher, also Informationen beschaffen und ja, dich quasi von Informationen berieseln lassen. Und diese auch dann ja, umsetzen. Das würde dich extrem weiterbringen. Und Punkt Nummer 5 ist der Austausch mit anderen Beteiligten, Tontechnikern oder Musikproduzenten, wie auch immer. Vielleicht sogar Künstlern, ja, die irgendwelche geilen Effekte für sich selbst irgendwie entdeckt haben oder sonst irgendwas. Also redet mit den Leuten. Ihr werdet von jedem was lernen und ihr könnt sicherlich den Leuten auch was beibringen. Und sagt den Leuten auf jeden Fall, dass es den Kanal hier gibt. Falls sie den Kanal noch nicht kennen, das würde mich extrem freuen, wenn wir hier noch mehr wachsen. Also ist ja wirklich extrem cool, wie der Support hier mittlerweile ist, auch unter den Videos und wie die angeschaut werden. Also das freut mich extrem. Vielen Dank also an jeden Einzelnen, der sich die Videos anschaut und abonniert. Und wer noch nicht abonniert hat, unbedingt abonnieren. Ich freue mich extrem darüber. Und wer meine besten Mixing-Tipps haben will, der kann die, ja, die verlinke ich einmal oben im Video, einmal unten in der Beschreibung. Dort gelangt ihr zu meinem Newsletter, wo ich, wie gesagt, meine besten Mixing-Tipps mit euch teile, wöchentlich. Und wenn ihr euch anmeldet für den Newsletter, bekommt ihr gleich, also beim ersten Newsletter, gleich auf einen Schlag 5 meiner besten Mixing-Tipps. Und ja, so sieht das aus, damit ihr direkt gleich reinstarten könnt. Falls ihr davon nicht profitieren solltet in irgendeiner Form, also ihr lernt nichts, euch sind das zu viel Mails oder was weiß ich, dann könnt ihr euch natürlich selbstverständlich jederzeit wieder ganz problemlos abmelden. Also ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Das ist Philipp von atmischenlernen.de. Ciao.